Ja, geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen in der Alpineum Produzentengalerie zu unserer Ausstellung Alchemus 2. Wir hatten schon ziemlich am Anfang von unserer Laufbahn eine Ausstellung, die hieß Alchemus, ohne eins. Wir wussten nicht, dass es eine Fortsetzung gab. Dazu mal mit Jeroen Kehl und Christian Duss. Und heute eben Alchemus 2 mit Samo Stanzer und Jeroen Kehl. Im letzten Jahr hatte Jeroen in der Wäscherei Kunstverein Zürich eine Ausstellung, wo ein paar von diesen Marmorbildern schon gezeigt wurden. Und so ist es uns eine Freude, dass wir jetzt dieses Mal Nele Dechmann einladen konnten, die jetzt eine Einführung macht in diese Ausstellung. Sie ist Mitträgerin dieses Wäscherei-Kunstverein Zürich. Und einige von Ihnen werden schon recherchiert haben, die haben gesehen, oh je, da ist ja zu, das gibt es ja gar nichts mehr. Ist aber nicht der Fall. Also Sie arbeiten zurzeit an einem Buch, das heißt Architektur im Würgegriff der Kunst. Und das wird in einer Buchvernissage im Helmhaus Zürich am 23. Mai rauskommen. Und darüber gibt es dann später im Architekturmuseum Basel eine Ausstellung, auch in diesem Spannungsgebiet Architektur und Kunst. Und zurzeit arbeiten sie gerade daran, einen Raum aufzubauen in Warschau, wo ein temporäres Projekt stattfindet, das eine ähnliche Struktur haben wird wie in Zürich und sehr ein ereignisreiches Programm, sehr spannend, ziemlich schnelle abwechselndes Programm. Ja, jetzt möchte ich gern dir das Wort übergeben. Danke vielmals. Also es freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Als ich im letzten November hier in Luzern zu Besuch war, da durfte ich zu Samo Stanzer und Jeroen Kehl nach Hause und in ihr Atelier gehen und diesen Einblick gewinnen. Und als ich zurück nach Zürich kam, fühlte ich mich sehr bereichert und war sehr berührt. Und nachdem sie mich dann gefragt haben, ob ich gerne diese Eröffnungsansprache halten möchte, habe ich sofort zugesagt, weil ich habe mich sehr geehrt gefühlt. Ich muss aber sagen, je näher dieser Tag kam, desto nervöser wurde ich und auch unsicherer, weil mir nicht ganz klar war, wie kann ich über ihre Kunst sprechen, weil ihre Kunst ist sehr, oder was das Verbindende ist, vielleicht ist, dass sie sehr sich auf den Arbeitsprozess konzentriert, dass sie sehr Geduld, das ist eine Herangehensweise, die sich intensiv mit Materialien auseinandersetzt und in diesem Sinne vielleicht fast etwas Anachronistisches hat. Und dann ist mir Richard Sennett eingefallen und ein Buch, das ich von ihm vor ein paar Jahren gelesen habe, das heißt Das Handwerk, und das hat vielleicht, gibt jetzt für mich persönlich diesen zwei Künstlern oder dieser Ausstellung einen Kontext. Und er sagt, eine Arbeit, um ihrer selbst willen gut zu machen, das ist nach Sennett ein dauerhaftes menschliches Bestreben, und die Grundlage dafür ist ein Materialbewusstsein, das den Handwerker der Vormoderne auszeichnete. Sennett dehnt den Begriff des Handwerkers aus, indem er Schreiner, Schlosser oder Schmiede ebenso als Handwerker würdigt, wie auch Dirigenten, Programmierer oder Ingenieure. Ich meine, dass die Werke der beiden Künstler Samo Stanzer und Jeroen Kehl ebenfalls einen Bogen schlagen zum Handwerk der Vormoderne. Sie zeugen von geduldiger Präzision, von Achtsamkeit, Gefühl und intensiver Auseinandersetzung mit dem Material und der Technik. Samo Stanzers Bilder wirken aus der Tiefe. Ihre Oberfläche gleicht einem Lasursediment, das Schicht für Schicht gelegt wurde. Seine Auseinandersetzung mit den Farben ist dabei tief beeindruckend. Von allen Farbpigmenten, mit welchen Stanzer die Farben für seine Bilder mischt, hat er wie ein Alchemist Kristalle hergestellt. Diese Kristalle hat er auf seine Pigmentgefäße gesetzt. So erhalten seine Farben eine Form, ja,
ein je individueller Charakter. Dieser kristallisiert sich im wörtlichen Sinne in der Farbe. Ich war in seinem Atelier und da ist auf jedem von seinen Farbpigmenten sitzt so ein Kristall, den er selber herstellt. Und ich fand das sehr bezeichnend, dass so wie seine Farben so wie einen Charakter entwickeln oder so eine Form haben. Nach Samos Danzers Auffassung ist die Farbenlehre unvollständig und seine Bilder geben eine sinnliche Ausführung dieser Ansicht. Denn Farben, so macht sein Werk eindrücklich erfahrbar, sind mehr als eine wissenschaftliche Aufschlüsselung ausdrücken kann. Der Glanz der Farben, der aus der Tiefe kommt, ihre sinnliche Wirkungskraft im Betrachter, das bringen Stanzas Arbeiten zum Ausdruck. Auch Jeroen Gaels vielseitiges Werk zeugt von einer intensiven Auseinandersetzung mit seinem Gegenstand und Material. Die hier ausgestellten Arbeiten befassen sich mit dem Stuckmarmor, einer Technik, die Ende des 16. Jahrhunderts entwickelt wurde und in den Werken Gaels eine zeitgenössische Gestalt erhält. Zur Herstellung des Stuckmarmors braucht es zähe Geduld und handwerkliches Geschick. Ich lese jetzt einfach so eine kurze Beschreibung, wie dieser Herstellungsprozess seit Jahrhunderten ist. Aus Gips, Leim und Farbpigmenten werden verschiedenfarbige Teige hergestellt. Mit der Anordnung und Vermengung derselben wird die Textur der späteren Erscheinung geschaffen. Ist der Teig ausgehärtet, wird der Stuckmarmor durch Schleifen, Spachteln und Polieren bis zum Oberflächenglanz verdichtet. Am Ende wird eine Veredelungsschicht aufgetragen, um den Glanzgrad zu erhöhen. Die Herstellung dieser marmorartigen Oberflächenstruktur war schon in der Barockzeit teuer und entsprechend oft wertvoller als der echte Marmor. Heute ist der Stuckmarmor wegen seiner aufwendigen Technik unbezahlbar und wird nur noch zur Renovation verwendet. Und Jeroen Gaels hat sich mit dieser heute fast vergessenen Technik auseinandergesetzt. Er experimentierte mit Mischung, mit dem Herstellungsprozess und schafft dadurch aus einer alten Technik zeitgenössische Werke. So entstanden keine Marmorpaläste oder alte Kirchen, sondern Arbeiten, die mit unserem heutigen Leben verbunden sind. Sie gleichen hier einem Schinken und vielleicht dort einem Linoleum. Und da gibt es eines, das fast so comicartige Referenzen schafft, zu verbinden mit dieser alten Technik. Und nochmal zurückzukommen, was für mich diese zwei Künstler verbindet. Ihnen beiden ist gemein, dass sie sich nicht vor einer langen und intensiven Auseinandersetzung mit dem Handwerk scheuen. Damit sind sie vielleicht Pioniere für ein neues Verständnis des Handwerkers und auch seiner Rolle in der Kunst. Denn Handwerk und Kunst, so zeigen diese beiden Künstler auf je ganz eigene und eindrückliche Weise, sind eng miteinander verknüpft. So hängt die qualitativ hochwertige Arbeit der Handwerker letztlich von der Neugier auf das bearbeitete Material ab. Das ist nochmal ein Zitat von Sennett. Und eben diese Neugier, die Faszination, die von der Eigenart ihrer jeweiligen Materialien ausgeht und die Lust der Auseinandersetzung mit ihnen, sie charakterisiert auch die Arbeit von Samos Danzer und Jeroen Gaels. Ich habe noch was. Was ganz wichtig ist auch, es wird hier zur Finissage, die ist am 25. Nee, die ist am 4. Mai am Samstag, findet hier statt, wird ein Magazin herausgegeben. Und in diesem Magazin werden Beobachtungen wiedergegeben, die wir in dieser Ausstellung machen. Zu diesem Zweck sind da Zeichenblöcke aufgelegt beim Tresen am Empfang. Sie können gern, wenn Sie was festhalten wollen, diese Blöcke holen und festzeichnen. Und wir werden es dann nochmal so gern verwenden für dieses Magazin. Nun wünsche ich Ihnen aber viel Spaß beim Genuss der Kunst und auch beim Aperol. Besten Dank.